So Leute, weiter geht's mit Gebrüll und mit Nerim am Rande des Schicksals. Ich habe ein bisschen gemoddet, klar, das mache ich ja schon die ganze Zeit. Gell? So, ja. Ja. Und habe jetzt aber noch ein bisschen rumgemoddet. Und zwar habe ich jetzt ein Buch reingebracht ins Spiel, also in meinen Mod. Das hier hinten liegt, gegenüber der Insel, wo dieser hohle Baumstumpf ist. Ja, hier ist der hohle Baumstumpf, der quasi zur Hauptstory mitgehört. Ja. Und da gegenüber so eine kleine Grotte. Und in der kleinen Grotte habe ich ein Buch reingebracht. Da steht die Geschichte von Saira drin. Also der Schmuck heißt ja Sairas Schmuck. So, muss ein bisschen hier hin und her bis braut. Oder gerade was Lebendes. So fast so aus. Heißt ja wieder, der Schmuck heißt ja Sairas Schmuck. Warum der halt so heißt, wird man in diesem Buch erfahren. Untergebracht habe ich den Schmuck hier in der Nähe von der Abtei Tirin. Ich habe einen versteinerten Baumstumpf genannt. Hier. Aber man kommt momentan noch nicht ran. Okay. So. Das liegt daran, ich habe den Baumstumpf einfach bloß kopiert und habe quasi den Baumstumpf, der hier auf der Insel mit der Hauptquest verbunden ist. Okay. Den habe ich einfach bloß kopiert und habe mir hergestellt. Deswegen kommt man da noch nicht ran. Genauso wie man an den Baumstumpf von der Hauptquest hier noch nicht rankommt, an diesen leeren. Okay. So, jetzt gehen uns erstmal irgendwelche Sackgesichter auf die Ketten. Ja, bin wohlbehalten angekommen. Schwester. Ja, bla bla bla. Ja, wir kommen. Ich klicke das jetzt einfach mal durch. Oh, ganz geht. Ja, bla bla bla. So, geht er mir auf den Sack jetzt. Da. So. Jetzt gehen wir rauf zum Dings hier. Ja, Schwester. Ja, bla. Brief zeigen. Ihr müsst zur Armee? Das betrübt mich. Ich verliere nur ungern einen so emsigen Schüler wie euch. Wenn ich euch bla bla bla. So, beenden. So. Jetzt interessiert mich mal was. Und zwar muss man erst. Ich weiß jetzt nicht, ob man erst das bemalte Papier oder ob es schon reicht, die Truhe aufzumachen. Ja, deswegen gucke ich jetzt mal. Jetzt gehen mir nochmal die Idioten hier auf den Sack, die zwei. Oh nein! Ja, bla 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 bla. Weiter. Aber. Bla 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 bla. So. Jetzt will ich mal gucken, ob der jetzt schon freigeschalten ist durch das Öffnen der Truhe. Aber ich denke mal nicht. Oh doch, er ist schon freigeschalten. So. Also das Truhe öffnen, das Öffnen der Truhe hat gereicht, um den Baumstumpf freizuschalten. Okay. So.
Und weil ja auch dann einige gesagt haben, ja, das ist ein bisschen unfair. Guten Abend, Edek. Ach nee, Dreck. das ist so unfair. Okay. So. Ich habe hier, also hier ist das, sind die Amulette drin, und das Zeug. Hab da noch ein bisschen was runtergenommen, hier bei der Magi, bei Magiring, habe ich bei Magika und Lebenswiederherstellen von 30 auf 20 Punkte runter. Ja. Und beim Amulett des Lichts habe ich von Feder 5000 auf 500 runter. Ja. Also ist es jetzt nicht, ist es nicht überpowered. Also das Zeug gibt es nachher später zuhauf, aber eben zu total einzeln oder total unzusammenhängend, das ist total scheiße. Ich will das zusammenhängend haben. Ja. So, was ich hier noch reingepackt habe, ist der Seelenreiser. Vom Prinzip her unterscheidet er sich in keiner Art von der Silberseelenklinge, die man auch irgendwie zu kaufen kriegt in nicht allzu ferner Zukunft, wenn man nach Nerim kommt, glaube ich. Ach Quatsch, nach Nerim sah ich schon, nach Erotin kommt, kann man die kaufen. Ach nee, im warte, irgendwo kann man sie kaufen, auf jeden Fall. Ja, so. Ich fand halt bloß von diesen Silberdolch hier das Aussehen scheiße. Und da habe ich, das war alles her hier. Und da habe ich ihm ein anderes Aussehen gegeben, dass es nicht mehr so, dass es nicht so hässlich aussieht. Schon sieht das Ding. Der Assassinendolch ist das eigentlich. Ja. So. Und von der Stärke her, achte, ist jetzt im Moment auch noch nicht unbedingt overpowered. Okay. So. Mir ging es bloß mal darum, um das zu zeigen, dass das Zeug nicht OP ist. Dass das Zeug nicht OP ist. Also wenn man das ziemlich früh, wenn man das Zeug ziemlich früh holt, und noch keine Punkte in die entsprechenden Dinger reingesteckt hat. Hier ist es genau dasselbe. Ja. So. Hier. Guckt euch die Werte an. 4, 3, 3, 7. Also lächerlich vom Prinzip her. Ja. So. Also hier da. Wo war das jetzt? Nee, das ist der glänzende. Hier. 4, der Helm 4, der Beinschien 4, der Handschuhe 3, der Stiefel 3 und der Harnisch auch plus 7. Okay. Also, wobei kann man mal rausnehmen. Nee, hier. 1, 2, 3, 4. Ne, das mit Splittern, das Ding will ich nicht haben. So. Das Zeug hat mir nicht gefallen, das helle. So, gucken wir uns mal eins an. So, Helm setzen wir ja nicht auf eigentlich. Na gut, die hat noch den Eisenhelm auf. Guck da, der passt sogar. Ach, hat die einen süßen Arsch, die Kleine. Ja, so, also sind wir gerade mal bei 20. Ja, so, es mag vielleicht so aussehen, als wäre das Zeug von Anfang an OP. Also auch die Waffen, gell, vom Prinzip her eigentlich lächerlich. 15 und 16, gell. Also jetzt nicht unbedingt der Poler, gell. Ach so, das ist Rüstung. Das ist ja Rüstung. 7. Ja, so. Also das ist nicht OP. Halt. Das wird erst OP. Das wird erst stärker, wenn man die entsprechenden
Werte rein, hier Dings hier macht, hier, hier Zeug hier, zum Beispiel in leichte Rüstung bin ich jetzt bei 81, okay? Schwertkampf bin ich bei 75, so. Ja, ist das schon wieder abgestürzt, ich könnte zur Sau werden. Ach nee, diesmal nicht, hat bloß gezögert, weil es schon ein paar Mal abgestürzt ist, so. Jetzt durch das leichte Rüstung bin ich auf 53, okay? So. Und auch beim Katana, das ist jetzt erst bei 53 durch den Schwertskill, okay? So. Hier haben wir den eisernen Seelenräuber, den will ich aber nicht haben, deswegen mache ich jetzt auch sofort eins. Ich setze mal hier, dass wir dann hier weitermachen. Da setze ich mal hier mein Markieren. Hast du das gesetzt? Ja. So. Geh nach Tirin. Tirin. Warum rennt ihr hier so? Ist hier irgendwas los oder was? Ach, ich hab das Ding auf einer neuen Taste. Das rausziehen, wegstecken auf einer anderen Taste. Weil auf Y war das immer total beschissen. So. Wie gesagt, das Ding habe ich hier hineingelegt. Keine Ahnung, warum der nochmal hier drin liegt. So. Jetzt hat das Ding von 8 auf 26. Jetzt ist das Ding von 8 auf 26, weil ich halt Schwerter hier geskillt habe hier. So, aber da werden wir auch gleich mal das. Ach Quatsch, mit meiner drauf drückt, das auswechseln. So, okay. Können wir den verkaufen oder wegwerfen oder was auch immer. Ja. So. Der Silber hat auch 1800 Ladung. Okay, also nicht, dass du denkst, ich habe wirklich bloß die gesamten Werte von dem Silber genommen, von den silbernen Seelenfänger und habe das einzige. Die Zeit 3 Sekunden, das ist irgendwie scheiße, weißt du? So, da haust den vorletzten letzten Schlag drauf, weißt du? So, und dann verreckt das Vieh erst nach 4 Sekunden. Und die 3 Sekunden sind schon rum, das ist blöd. Weißt du? Deswegen habe ich 120 gegeben, dann können sie schön gemütlich drauf prügeln. So, wir machen wieder zurück. Zurück. Nee, das müsste da oben sein. Rückkehr. Hat geklappt. Wunderbar. Wunderbar. So, warte mal, das speichere ich jetzt auch mal. Nee, Quatsch, hier. Speichern, Spiel da stand. Ja, wie gesagt, da habe ich heute den ganzen Tag rumprogrammiert. Okay. So. Was ich halt jetzt noch machen muss, bevor ich dann auch das Mod ins Netz stelle, was ich jetzt noch machen muss, ist das Buch mit dem Baumstumpf verbinden, beziehungsweise mir einen anderen Baumstumpf zum Container machen. Oder von dem Baumstumpf das runterhauen, was mit der Kassette öffnen, mit dem Dings öffnen zu tun hat, mit der Truhe öffnen, das Skript, das muss ich mir mal vornehmen und muss das auf das Buch, auf das Buch machen. Okay. Das ist natürlich auch eine ganz schöne Schweinearbeit, die Rumskripterei. Und
Ey, das ist ein scheiß Wetter. Was ist denn das für ein scheiß Wetter? Was ist das für eine scheiß Jahreszeit? Und was mache ich hier überhaupt? Das ist die dritte Frage. Ja, das war alles, gell? Da unten die Hütte. Mein Entfernungsdetail ist schon wieder aus. Doch freilich nicht schon wieder aus. Ach. Hier sieht man ganz anders aus alles. Hier ist was los. Ja, das Pissen geht nur auf den Sack. Ja, also das kann ich nicht leiden. Jetzt wartet es so lange, bis das hier aufhört zu pissen. So, ich wollte noch wissen, wie ich überhaupt, was ich überhaupt will hier. Ja, scheint aufgehört zu haben. Zumindest kein Ton mehr, da der Krach macht. Schauen. Ja. Da oben ist auf jeden Fall eine Hütte. Fragt sich. So, wo sind wir denn? Ach, hier, das wird doch. Ach, Mornitz ist das. Ach, was, hier sind wir. Mein markierter Ort. Aber wie man die Markierung aufheben kann, steht nicht da. So, was haben wir hier? Die Nautilus-Werft. Ach, da sollten wir doch hin. Da sollten wir doch hin wegen Dings. Wegen Sternling. Hier für den Ehenkunde hier. Jo, okay. Nautilus-Werft. Würde ich sagen, nehmen wir das in Angriff. Ist es das hier vielleicht schon? Nee. Muss da drüben auch schon sein. Ja, irgendwo hier in der Gegend. Irgendwo hier in der Gegend. Ja, hab dich nicht im Mädchenhaft. Irgendwo hier in der Gegend ist auch dieses Dings versteckt. Dieser Eingang zu dem Programmierergedöns hier. Ich weiß aber nicht wo. Weil ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so richtig Lust, da jetzt stundenlang rumzusuchen. Ich erschlage lieber irgendwelche Idioten hier. Versuch gleich mal. Gehen wir da. Brauch ich ja schon mal. Nö. Na, Hammer. Ich habe gehofft, dass irgendwelche Kackbratzen hier rumliegen, hier rumsitzen. Die ich killen kann. Kann man die Schmetterlinge fangen? Die in Enderal? Nee, ich glaube, die gehen nicht zu fangen. Ach, scheiß Wälder hier. Gibt
etwas turbo, als du aussiehst. Kein Stein ist groß genug, um diese Seele einzufangen. Aha, das war doch eine Silberbohrung. Halt, warte mal. Was war auch hier? Silberpfeile bestätigen. Willst du behalten? So. Was du solchen von. Na, ich wusste doch, da hat mir doch hier ein paar Dinger reingeknistert. Welche sind das? 1, 2, 3, 4. Och, na, guck dir das an, gell. Nichts mehr mit Babys machen. In den Rücken. Och, die Sau. Das ist Zwergenpfeile? Nee. Was hat denn da für Pfeile auf mich geschossen? Ich weiß nicht, wie das der Stone immer gemacht hat, dass bei dem die Pfeile dann weg waren. Ach, warte mal, gucken wir hinten. Nee, das sind sie nicht. Das sind sie. Die Silberpfeile. Und zwei sind noch weg. Wieso sind die anderen zwei nicht weg? Wieso sind die nicht weg? Ach, da geschissen, Mann. Nee, halt, gib mir meine Pfeile wieder her. Aufgeschissen. Okay, also nichts mit Dingsbums hier. So. Ja, irgendwo hier in diesem ganzen Wassergedöns ist der Eingang zu diesen Entwicklerversteck. Aber das werde ich wohl auf die Schnelle jetzt nicht finden. Okay. Ich weiß nicht genau, wo es ist. Kann auch sein, dass es noch weiter unten ist. So. Ja, hier komme ich nicht hoch. Ja. Vermutlich, es wird noch weiter unten sein. Ich habe mir das auch, wo ich das Ding geguckt habe von ihm, habe ich mir das auch nicht gemerkt. Oh oh. Wasser ist hart. Oh, geht so. Ich weiß auch nicht mehr, ob das jetzt genau an so einem Damm hier war oder ob das. Ach, da vorne ist die Nautilus-Werft. Oder ob das. Direkt irgendwie im Wasser war. Oh. Wo war ich denn nicht schon mal? Warte mal, war ich schon hier drin in der Nautilus-Werft? Oh ne, war ich nicht. Oh, da haut ganz schön zu, der Kollege. Wo ist die Esse feste? Wo ist die Esse?
Du Sohn eines arabischen Wasserschweines. Ha! Arschgesicht. Was? Jetzt willst du hier schwimmen? Kasper, das ist magisches Feuer. Nichts mit Ausweichen. Sag mal. Ach, das ist dasselbe, wie es aussieht. Da taucht immer wieder auf. Na gut, komm. Waffenwechsel, schnetzeln wir die Sau. Der ist nicht untergegangen. Da kommt hier immer wieder an. Oh, man hält die Fresse voll. Also ich kann ja trotzdem mit dem bohren. Hör auf, hier mich zu schlagen, du Schwein, du Schwarzes. Ha, Arschgesicht. Zwergenwächter, die haben nichts dabei. War ich hier schon? Mal gucken. Bei den Quests. Barius, nee, Flucht, Artefakte. Was schickt sie mich um heraus? Adana gewinnen können. Nautilus werft. Okay. Also hier. Schade. Ja, los, Nautilus werft. Also ist Chlor. Du hast doch gerade noch so eine Kackpratze rumgelatscht. Da hinten ist er. Nee. Arsch. Das hat wehgetan, hä? Das hat wehgetan. Da rennt dir dein, da nützt dir dein Rumpelrammel gar nichts. Und der Charadan dir die Nüsse wegschießt. Schleichangriff dreifach. Da gibt's richtig eins von Sack. Das sind ihre Kampfschiffe, den Sternling ihrer Kampfschiffe, wie es aussieht, gell? Ach, das ist schön, gell? Er geht nicht aus dem Ducken, beziehungsweise Schleichen heraus, auch wenn du springst. Sieht denn das aus, wenn sie unter Stellung springt? Oh, okay. Ja. Hinten ein kleiner Propeller dran. Oh, ich frage mich bloß, wie es mit der Seite ist. Mit seitlichen, da haben sie keine Propeller dran. Ja. Beleuchtung haben sie ganz gut. Was ist denn das da oben? Ach, das sind die Ketten. Das sind die Ketten. wo sie dranhängen, die Dinger. Da haben die Sternlinge also ihre Werft gehabt. Schneid. Na ja, gut, wir sind im Norden. Das sieht eigentlich so richtig echt aus, der Schnee, gell? Also irgendwie so, ja, so fällt halt Schnee. Jetzt, wenn jetzt die Schneeflocken selbst nicht 100% wie Schneeflocken aussehen, aber so fällt halt Schnee. Haben sie schön gemacht. So, hier. Eier noch garantiert irgendwie, das ist ein Vögel rum, ne? Ach du Scheiße, wo gelandet bin. Fressen von Schmierseife, wenn hier nicht gleich irgendwo inner um die Ecke kommt. Mit den Brüdern.
Na, da habe ich doch gerade ihn gesehen, da hinten. Komm her, Arschloch. Gib ich dir einen Rest. Ups. Hat das weh getan? Tut mir auch gar nicht leid. Apropos leid tun, gehen wir mal her hier. Ah ja, okay, okay. Ich hab's richtig schön angewendet für die Dings hier. Für die Magie. Ich kill erstmal alles, was hier ist, und dann gucke ich mich ganz in Ruhe um, gell? Da hinten eine Tor, hier ein paar Tore. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich nicht allein bin. Hier ist clean. Oh, da vorne sehe ich wieder einen. Kuckuck, bin da, wer noch? Komm her zu Daddy. Ja, schön. Ups. Kannst du mal bitte aufhören zu leben? Ist doch spinn, kannst du ja nicht einfach weiterleben. Bestimmt viel Gutes zu entdecken. Nö, nee, das ist ein leerer Raum. Gehen wir mal weiter. Das war garantiert nicht die Ähnliche. Ach, was ist das für einer? Oh, das war schnell. Ja, das nützt dir gar nichts. Oh. Das nützt dir... Oh, der lebt immer noch. Sag mal, eine Macke oder was? Kannst du ja nicht einfach so rumleben. Was war das für einer? Wächter Inius. Hier ist was los. Befehle. Sternlings schwer. Den Scheiß kannst du behalten. Muss nur mit. Oh. Ich habe einen Hinweis darüber gefunden, wie die Sternlinge die Aterne besiegt. Denn nun muss ich nur noch die Baupläne. Muss ich noch die Baupläne für die Nautilus-Schiffe finden. Ah. Da hat er also. Gucken wir mal an. Die Befehle gucken wir uns mal an. Wenn sie uns alle gleich ansehen würden. Befehle. Das Dokument ist so alt und vermodert, dass ihr nur noch Teile davon lesen könnt. In Sicherheit. Berge. Die Eterna sind zu stark. Unsere Sternenschiffe werden wie die Fliegen abgeschossen. Einzige Möglichkeit, zwecks Rettung des Universums, wir werfen den Stern Woran auf Wynn. Bleibt, die wird die Eterne vernichten. Oh. Ist das der in Enderal ständig erwähnte Sternenfall, der Wind quasi, der Dings denn quasi, Wind quasi in zwei Hälften geteilt hat. Das kann natürlich sein, oder das wird es vermutlich sein. Deswegen traue ich dem Frieden noch nicht hier. Trau euch Säcken hier nicht. Moment mal. Speicher mal. Moment mal, ich muss mal hier. Da wählt mir hier schon wieder irgendwelche Scheiß an. Bei Ups. Ja, okay. Bin ich jetzt hier? Da wählt
wenn ich bald dann rübergehe und dann irgendwie am Mausrad drehe, tut er mir dann irgendwelche Sachen hier verändern hier in Ops. Nope. Ich glaube, aber mit dem Pfeil. Was ist denn? Ach, das ist mit Dingswand. Okay. Da geht's nicht weiter. Kommt die Rest, den Rest schnetzeln wir hier mit weg. Habe ich da überhaupt noch Ladung drauf? Oder sind die. Na, komm doch mal her. Bin da wieder rum. Ach so, Quatsch, hier muss ich ja klicken, bin ich bescheuert. Ne, nicht zweihändig, einhändig. Ne, ich wollte doch einhändig haben. Ach, zwei muss ich da ja klicken. Hier. Das hier. Ach, 213 benutzen, habe ich noch drauf, okay. Das ist es. Ach, ich denke, was ist denn das hier rechts, links, seht ihr das? Manchmal guckt, manchmal sieht man so kurz. Das ist es, das ist Block. Blockierkatana. Lähmungstrank. Okay, den können wir vielleicht noch mal gelegentlich gebrauchen. Weil das schon ganz schön irritiert. So, allerdings habe ich jetzt gedacht, ich finde hier ein Buch. Gell? Oh, ist nicht. Ach, vielleicht in den anderen Hallen. Guck, guck. Was ist da? Ach, das ist bloß die Schiene. Das ist alles eingestürzt. Nee, ich vermute, in den anderen Gebäuden ist das. Das riecht mich auf. Stimmt das hier. Das riecht mich auf, wenn die ganze Zeit links dieses Ding hier mir so vor die Nase, vors Ohr hinein flattert hier. Das Parierkatana. Wobei ich hier sowieso lieber. Nicht zum Juden. Ja, ich überlege gerade die zwei oder die. Aber ich denke mal, da die gleich neben dem Eingang sind, wird das nicht sein. Wobei, da kann man es auch hinter uns bringen, gell? Wenn sie eh mal da sind. Mal sehen, was drin ist. Geht gar nicht auf. Brauchen wir da Schlüssel oder sowas? Muss ja stehen sein, dass man es auf dem Rückweg. Ja, geht nicht auf. War ja noch irgendwo. Ne, wo war das vorhin? Hier. Ach so, ich habe ja noch gar nicht geguckt hier. So, was liegt denn hier? Eine Spitzhacke. Wie viele Spitzhacken haben wir noch? Da waren wir doch einige abgebrochen. Wo ist denn das Gelümpe? Ja, muss doch hier sein. Ah ja, genau. Ne, der Hammer haben wir hier. Hier. Oh, die letzte. Na ja, hallo. Mitnehmen. Schaufel war nämlich auch irgendwie abgebrochen. Was ist das? Ein Gewicht. Eine gewichtige Sache. Hämmer. Und scheiß mich nicht mit. Umschlag.
Nur noch Teile können kommen gut voran. Die Nexus-Kristalle für den Antrieb. Bauhalle. Hier Krieg am Verlieren. Noch keine Chance. Vernichtung. Kollateralschäden. Aha. Notiz. Warum denn wert das Lebensglück nur einen Augenblick? Ach du Scheiße, nee, das ist irgendwelche Gedichte, lese ich jetzt nicht hier vor. Oh, das ist der Bauplan. Ja, okay. Okay. Ich habe einen Bauplan. Schwein und Sein, habe ich doch schon 100 Mal gesehen. Nee, das nehme ich nicht mit. Das habe ich sogar schon eben, habe ich sogar im Gepäck. Aber einen Schlüssel habe ich nicht gefunden. Oder bin ich blind, blöd? Wieso komme ich hier nicht rein? Dahinter ist doch noch was. Sehe ich doch. Da gibt es bestimmt... Ach, ich stehe doch mal auf. Vielleicht... Nö. Hattest du einen Schlüssel? Nö. Du hattest ja auch keinen Schlüssel. Habe ich hier irgendwo einen Schlüssel übersehen? Ich muss irgendwas übersehen haben. Oder ich bin einfach nur zu blöde. Aber hier war doch nichts weiter. Nee. Keine weitere Kiste. War nur die hier. Hier ist leer gemacht. Aber ich bin mir irgendwie so 80-90% sicher, dass der Stone da drin war. Dass der Stone in diesen Dingern drin war. Aber bei der Stone hat auch eine andere Version als ich. Habe ich festgestellt. Denn bei ihm gab es zum Beispiel gab's das Persofeder nicht und so. Das hätte er es eingebunden. Aber ich sehe hier nirgendwo einen Schlüssel liegen. Vielleicht bei dem am Aus. Na gut, dann leck mich doch am Arsch. So wichtig kann es mir sein. Ich glaube, es war auch nichts Gescheites drin. Oder ich verwechselt das mit noch was ganz anderem. Das kann natürlich auch sein. Hattet ihr Kackpratzen den Schlüssel mit? Nee. Wie gesagt, es kann auch sein, dass ich das mit irgendwas anderes verwechsel. Mit irgendwas anderem sternlingsmäßig oder höhlenmäßigen. Wo du so zwei Gänge hattest. Na gut, leck mich am Arsch. Zurück zum Gervasius oder wie er heißt hier. Was ist das hier? Dass das nicht so ordentlich differenziert. Ich habe gehofft, dass vielleicht hier der Eingang war zu diesen. Geht es denn überhaupt hier hin? Zu diesen Entwicklerding hier.
Och, was ist denn da oben los? Was? Wie? Wo? Ja? Ach, Welt zu Ende. Ach, Welt zu Ende. Alles klar. Da geht's nicht lang. Da geht es nicht lang. Ach so. Ist ja wenigstens. Ach, wir haben uns Treppe. Ach, hier haben wir auch ein Dings. So, da machen wir uns ab nach Dings hier. Nach wohin? Wo ist der ein Audin, gell? War da doch der Kollege. Feuerqual. Erodin. Speichern. Bevor es wegrotzt. Na, jetzt wie es aussieht, geht's. Ach, schönes Wetter, kein bisschen Schnee. Juche, juche, kein bisschen Schnee. Ging das jetzt hier lang? Ach, hier. Na gut, kann man den Buch wegnehmen. Ja. Oh, schneller unterwegs. Magieverbot steht jetzt hier noch. Was? Ach so, dass wir unseren Merzul aufgehängt haben, die Schweine. Die Leiche vom Merzul haben sie aufgehängt, wohlgemerkt. Ja, also nicht Merzul, als er noch lebte. Geh aus dem Weg. Was haben wir hier? Lagerhaus. Erinnert mich Lagerhaus, erinnert mich immer sofort an Rissen 2. Rehmann, war das nicht der, den wir... War das nicht der auch Magie begabt? Warte mal. Nee, halt hier. War das nicht der auch Magie begabt war? Rehmanns Haus, ja, das war der auch Magie begabt war. Da jeden Tag zum Dings geht. Moin. Ich will keinen Ärger. Oder mach keinen, dann kriegst du auch keinen. Das sind nur für Ohren. Zeig mir deine Ohren her. Zeig deine Ohren. Er hat normale Ohren. Hier war... Ach, mich würde mal interessieren, ob das später wieder auf ist. Das würde mich mal interessieren. Nee, aber hier sind wir noch nicht richtig. Da war es just. Da war bei diesen... Hier hinten muss das sein. Ach, das geht normalerweise hier lang und dann hier lang. Aus des Richters. Alle latschen auf die Brücke und springen dann hier runter. Um zu Gervasius Haus zu kommen. Ja, hab ich gesagt, Gervasius Anwesen. So. Beklaut haben wir schon. Also, was heißt beklaut? Oh, das ist er ja. Ach so, weil es doch über ist. Haben wir uns letzte Woche ja Klöbe geweckt. Hallo, Gervasius. Gervasius. Grandios. Ihr habt etwas finden können. Lasst sehen. So, so. Ja. Ja, der Bauplan der Schiffe sieht kompliziert aus. Der Antrieb funktioniert mit magischen Kristallen. Oh. Ich bin mir nicht sicher, ob ich so etwas besorgen kann. Ganz und gar nicht sicher. Ach, wie schade. Aber immerhin konntet ihr das Rätsel lösen, wie die Sternlinge gewinnen konnten. Hier steht,
Sie haben einen Stern auf Wien geworfen, um die Eterna zu besiegen. Interessant. Klingt sehr nach einer maßlos übertriebenen Legende, aber wer weiß. Vielleicht hat die Kraterform des Mittelreiches etwas damit zu tun? Ich werde in diese Richtung weiterforschen, wenn ich Zeit dazu habe. Im Moment jedoch gibt es etwas Wichtigeres. Und ihr könnt mir erneut behilflich sein, dass ihr ein geschicktes Händchen besitzt. Habt ihr ja bewiesen. Lasst mich erst ein wenig erklären. Im Norden gab es einst ein Königsgeschlecht, das dem ehemaligen Gott Erodan unterstellt war. Ihr wisst schon, jener Gott, der früher über ganz Nerim herrschte und dann plötzlich verschwand. Ja, kuriose Sache. Aber weiter im Text. Die Paladine des Schöpfers, also Erodans Elitekrieger, waren genau genommen die Krieger der Nordkönige. Das bedeutet, dass alle Paladin-Anführer dem Königsgeschlecht angehörten. Ich will wissen, ob heute noch die Erben des Königsgeschlechts unter uns leben. Es gab so etwas wie einen Stammbaum in Form von Steintafeln. Während ihr weg wart, habe ich einige Leute engagiert, die diese Tafeln finden sollten. Der Ausgrabungsleiter ist ein Mann namens Algor. Er und seine Männer suchten im Norden, bei den Gletschervulkanen. Ich spreche in der Vergangenheit, denn, nun ja, sie hätten längst wieder hier sein müssen. Und ich habe auch keinerlei Nachrichten erhalten, in denen eine spätere Ankunft angesprochen wird. Der letzte Bericht, den ich von Algor erhalten habe, deutet darauf hin, dass die Steintafeln nach dem Krieg gegen Erodan auf ganz Nerim verstreut wurden. Es konnte ihm zwar gelingen, ein Bruchteil der Steintafeln zu finden, doch es muss mindestens zwei weitere geben. Eine davon dürfte sich laut dem Bericht in den Geschichtsarchiven von Treomar befinden. Versteht ihr? Ich brauche unbedingt jemanden, der mir diese Tafeln bringt. Ach ja, und natürlich schaut an den nördlichen Vulkanströmen nach Algors Ausgrabungsstätte. Wenn er nicht zu finden ist, sucht nach der Erbtafel. Ich trage beides in eure Karte ein. Und schaut nach, ob ihr in Treomar einen Hinweis finden könntet, wo die dritte Steintafel versteckt ist, die ihr mir dann natürlich auch bringt. Wenn ihr alles schafft, was ich euch aufgetragen habe, werde ich euch angemessen entlohnen. Und nun macht euch auf den Weg. Viel Erfolg! Okay. Da hat mir was eingetragen. Mal, wenn wir draußen sind. Naja. Ach so, müssen wir erstmal anwählen, ne? Erbte, was? Nochmal zurück. Ach so, Erbtafeln, Vulkanstrom, Karte. Nordwall. Ach du Scheiße. Ach, der Marmorkrat, das ist so eine Kacke. Hab gleich rüber gekonnt. Wo hab ich denn mein Ding hinterlassen? Ach, hier. Ach, das ist gut. Da kommen wir gleich hier. Und da machen wir hier rüber. Okay. Und das andere ist Treomar. Wo liegt ein Treomar? Oh, ihr wollt schon wieder irgendwas in die falsche Richtung. Ach, Mann. Kotzen. Treomar hier. Wie kommt man da einfach rein? In dieses Treomar? Ist hier eine Grenze? Ja, ich würde aber sagen, wir machen erstmal die Vulkansache hier oben. Das erscheint mir am vernünftigsten. Wobei ich mir nicht ganz so sicher bin, wie wir da eigentlich hinkommen. Eigentlich müssten wir hier lang.
denn hier? Nordwall. Ach, wir gehen mal auf den Nordwall und dann, wenn es da nicht ist, beamen wir uns nach wieder hierher. So einfach ist es. So, also. Machen wir mal eine kleine Reise. Was? Rückkehr. Besagte Uhr. Ja, ein bisschen geht noch. So. Und diesmal ist das Wetter besser. So. Quatsch hier. Ja. Das ist das Ding hier, wo wir waren. Das ist das Ding, wo wir gewesen sind. Ja, das kannst du ja vergessen. Da kommen wir ja nicht rüber. Das war ja hier, war ja die Welt zu Ende. Wir müssen also uns einen anderen Weg suchen. Wir müssen hier den seitlich von Kabaret vorbei. Dann auf hier lang. Wo ist denn da der nächste Anreisepunkt? Ach, Letour, Scheiße, kann das nicht gelernt sein? Ja, vom Prinzip her runter über die Brücke. Hier. Die ganze Strecke Richtung Kabaret, aber vorher links abbiegen. Hier runter oder hier rüber, je nachdem. Na, das wird ein Marsch. Okay. Also wieder nach Erodin. Das wird ein längerer Marsch. So. Wir müssen hier lang. Richtig. Wo wir auf dem... Fast richtig. Ja gut, wobei... Ich könnte natürlich jetzt hier einfach... Noch ein Stückchen vor. Hier und dann hier rüber. Ja, komm, machen wir das so. Wenn irgendwas kommt, was uns stören will, hat Scheiß da. Da hat's einen Kacktag. Lebst du noch? Nee. Alles schon getötet. Was stand da? Okay, das soll lesen. Schau da was her. Ja, da war ich. Hier war ich schon mal. Wie es aussieht. Muss ich hier schon gewesen sein. Ja. Ah ja, kann ich mich erinnern. So, und jetzt? Was? Nordpassgrotte. Und jetzt hier rüber Richtung Marnitz. Ja. Oder? Ich weiß nicht, ob ich hier lang komme. Oder hier lang. Naja, hier machen wir ja über einfach. Was? Aber jetzt steht ja da. Also hier lang. Ach, hier doch der Hase. Da schwimmt hier noch rum. Gut, was ist schwimmen? Sch-
Schwimmen kann man das nicht mehr nennen. Er tümpelt vor sich hin. Da pfeift der Wind. Hey, du blödes Mistvieh, bleib gefällig stehen, wenn ich dich beschießen will. Das glaubst du ja wohl nicht, oder? Sag mal, die haben schon ins Gehirn gekackt, oder was, ihr blöden Vieh? Das ist ein Vieh. Und schon zählt das, ist ein Vieh, gell? Und gib mir deine Spinnseite her, du bist... Missgeburt. Och. Habt ihr mich wieder versucht, der Drecksviecher? Guck mal. Da gucken wir mal. Nö, keine Verseuchung. Die verseuchen mich also nicht. In welche Richtung gucke ich jetzt noch einmal? Das ist die Nordpassage, Norddings hier, dieser Nordwall. Wieso sehe ich die Nautiluswerft nicht? Das ist doch nicht die Nautiluswerft hier. Na egal. Oh, was sieht da mein blaues Äugelein? Mornitz, genau. Hab ich nicht die Mädchenhaft, Mädel. Bist eine Kriegerin. Steck mir den Scheiß hier weg, dass du schneller laufen kannst. Ach, hier kommen wir ja später nochmal her. Kann ich mich erinnern. Hier hat man ja die Statue da geholt, die wir da zusammen gebastelt haben. Oh. Wollte ich sagen? Für die im Video. Hoffe ich, dass bis hier ein bisschen Spaß gemacht hat. Wenn ja, vergiss nicht Daumen rauf zu geben. Und für die im Stream, ganz kurze Unterbrechung. Ein paar Sekunden.